Moin, moin, da sind wir wieder und es ist immer noch Nacht, 31 gleich. Und ich bin immer noch verletzt von der letzten, ja, von der letzten Folge, wo wir ordentlich mit Zombies zu tun hatten. Und wir haben ja jetzt endlich ein Fahrrad. Das heißt also, eine Fahrradtour steht ins Haus, endlich. Und ich denke gerade, wir haben noch einen Punkt gekriegt. So, ich hatte ja letztes Mal viel von von dem Landleben oder was? Erzähl, wo war's? Ja. So, machen wir aber jetzt nicht. Können wir sowieso nicht. Müssen wir erst da einen Punkt reinstecken. Ich möchte gerne noch ein bisschen was in andere Sachen reinstecken. Und zwar entweder in. Wo war das jetzt mit dem? Ach schon. Auf Bolt. Für unseren Vorschlag einmal. Da gibt es auch einen Perk, dass wir da ein bisschen besser werden. Hier sein, ne? Schädelbrecher, genau. Du bist ein Grobian, aber ein bisschen Glück gelingt dir manchmal altersschwache Zombies umzuhauen und zu schubsen. Fertige Vorschlaghammer von Qualität 2 her, da haben wir schon mal, und verursache 10% mehr Schaden. Mit kräftigen Angriffen hast du 15% Gegner zu Boden zu werfen Chance. Schalte die Fertigung von Eisenvorschlaghammer frei. So, da könnten wir einen reinstöpseln. Wir könnten auch da einen reinstöpseln. Ich würde sagen, wir nehmen den. Zack. Und jetzt können wir auch einen Zweier Vorschlaghammer herstellen. Da sehen wir ein bisschen besser aus. Weiß nicht, ob das reicht, aber hier ist, glaube ich, auch noch genau. So. Ist ja noch ein bisschen Nacht, können wir ja noch ein bisschen rumtüdeln. Also, Eisenvorschlaghammer. Da, Leder und Klebeband. Haben wir alles da. Zack, zack. Fertigen. So, dann werden wir von dem einer runterkommen. 4 Minuten 30. Halleluja. Na gut. So, zack, zack, zack. Eisen ist schon wieder alle. Denke aber gerade, wir müssen, glaube ich, ein bisschen reparieren. Machen tun. Das können wir machen, solange wie das am Brutzeln ist. Und ich denke gerade, genau. Pfeile können wir am herstellen. So. Und irgendwie haben die hier ja schon wieder sinnlos rumgezimmert. War jetzt nichts Gravierendes, aber. Muss ja nicht sein, dass das hier alles, sag mal so schön, repariere in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja, ist alles minimal. Ja, da war noch was. So. Hier außen müsste eigentlich noch ein bisschen was passiert sein. Okay, die Geländer sind nicht so gravierend. Die Tür, da hatte die Screamerin drauf rumgehauen. Oh, Wasser können wir dann holen. Schon mal hier sind. Die hier auf der Treppe haben sie auch umgeschlagen, gibt's ja auch nicht. Wie gesagt, jetzt nicht so tragisch, ne? War ja nicht viel passiert. Aber man kann besser nach so einer Geschichte mal ein bisschen gucken. Ja, den können wir mal weghauen hier. Gibt noch ein bisschen Eisen. So. So, war ja nicht so viel.
Hatte ich ein bisschen mehr vermutet. So, hier war nichts mehr. Das können wir wegpacken. Zack. Das auch. Guck mal, wo ist der denn geblieben? So. Zack. Hatte ich nicht irgendwie Pfeile? Achso, der läuft. Ach, der Hammer. Klar. Blöd. Der Hammer muss ja erst fertig werden. Wie sieht es hier eigentlich aus? Nur ein bisschen Kohle. Okay. Gut, gut, gut. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Klebstoff. Was zu trinken haben wir noch? Wir machen ein bisschen Goldrutentee. Da. Achso, Kleber erstmal machen. Ach, wo haben wir denn jetzt den? Da unten. Gott, ich suche den schon, den blöden. Blöde, dreckige Wasser. Ja, komm her, weg damit. So, Essen, okay, können wir ein bisschen was. Können wir eigentlich immer. Und wir können noch ein paar MNX machen. So. Immerhin zwei. So, der Hammer ist fertig. Wehe, der ist jetzt schlechter als der andere. ...33, 72, 64... ...35, 73, 67, das ist doch schon mal gut. So, packen wir das dann noch da rein. Sehen wir ein bisschen besser aus. So, gibt es hier Kohle für? Nö. Dann schmeißen wir den mal ein. So, weil das bringt dann vermeintlich... Ja, sagen wir mal ein bisschen mehr. Also bringt den, ja, eigentlich bringt das mehr, die einzuschmelzen als zu zerlegen. So. Eine Materialausbeute. Ich denke mal, das ist immer noch so. So, dann können wir das wieder wegpacken. Bessere Pistole wäre noch schön und dann sehen wir eigentlich gar nicht so schlecht aus. Den sollte man vielleicht auch einschalten. Ah, ich glaube, Hälfte reicht auch. Okay. So. Das können wir alles nicht installieren, weil wir andere Mods drin haben. Gut, gut. Was heißt, die Pistole reparieren wir mal, weil wenn wir dann gleich einen Ausflug machen, möchte ich gerne, dass das alles top ist. Munition, wie sieht es da aus? Ja, das geht noch. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Gesundheit ist auch wieder auf Vordermann. Alles gut. So. Na? Jo. Ich komme immer noch nicht drüber weg wegen den Schmelzmitteln hier. Dass da irgendwie ja, so wenig von gefunden wurde bisher. So, mal überlegen.
glaube, wir haben alles. Wir warten noch eben ab, dass das hier fertig ist. Und dann ist auch gleich 4 Uhr, dann kommen wir los. Essen und Trinken ist top. Regnen tut es auch nicht mehr. Ist ja wie Weihnachten. So. Ja, gut. Also wir fahren jetzt gleich zum Airdrop hier hin. Das ist ja nicht so weit. Jetzt mit dem Fahrrad. Voller Gesundheit. Voller Kondition. Da ist es auch schon. Soweit. So, machen wir den noch im Aus hier. Zack. Oh, Screamerin. Wow, nice. Wo ist sie? Da ist sie. Na? Die haben wir uns auch noch nicht so richtig genau angeguckt. Ich habe gesehen, dass da links schon... Ne, guckt euch den Unterkiefer an. Der wabbelt da so hin und her. Ja. Ich weiß nicht, ich mag die alte irgendwie lieber. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, weil die so ein bisschen an so einen Horrorfilm erinnert. Ja, ist ja gut. Ab kann sie auch nichts. Oh, jetzt haben wir aber einige hier Bauarbeiter aufgescheucht. Die Key ist auch wieder dabei. Na? Ich bin wieder voll fit. Da guckt ihr. Und ich habe einen besseren Hammer. Ja. Da kommen aber noch. Oder kommt noch eine Screamerin. Ich habe schon gesehen. Jetzt wird es kritisch. So weit her der Ausdauer ist dann auch nicht. Erstmal eben die Screamer loswerden. Das ist auch vielleicht ein Problem. Obwohl ich das ja eigentlich ganz gut finde, ne? Dass die Screamerin andere Screamerin ja, spawnen. Und da ist ja noch einer. Ich werde bekloppt. Ich habe ich wohl gesehen. Schleicht sich da so an. Au, hab's gewusst. Da wird jetzt aber richtig hier deftig. Von überall kommen sie. Und die Ernte ist auch fertig, sehe ich gerade. Wir hoffen, dass hier keine Screamerin rumturnt, die ich irgendwie übersehen habe. Aus. Oh, guck dir das an. Das ist richtig nice. Das ist schlimmer wie ein Blue Mount. Aber man sieht, man muss noch ein bisschen mehr für die Ausdauer tun, weil das ist blöd so. Ne, immer wieder weglaufen, Ausdauertank. Ist ein bisschen nervig. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will aber nicht so viel Munition verschwenden jetzt. Wir hätten natürlich jetzt noch irgendwie einen Molly oder sowas haben können. Dann auch noch daneben schlagen. Blöd ist ja, wenn man wegrennt, gibt es ja auch nicht unbedingt mehr Kondition. Von dem Sack da weglocken. Das ist ja noch was Schönes drin für mich. Jede Menge. Ja, pass auf. Da. Wir nehmen uns den mal eben. Benutzen. Laufgeschwindigkeit, Tragekapazität. Wir boostern uns jetzt. Wir können ein bisschen schneller laufen. Die Tragegeschichte ist außer Kraft gesetzt. Sehen wir jetzt hier auch. Alles grau.
Also nichts mehr ausgegraut, so rum. Aber die Ausdauer selber ist jetzt nicht unbedingt besser. Ich dachte, die wäre auch noch ein bisschen geboostert, aber ist wohl nicht. Geht wohl mehr wieder eigentlich nur so ums Laufen. Na? Komm doch. Hier, Frau Krankenschwester, ich bin ein bisschen verwundet. Wie sieht's aus? Was jetzt? Puh. Ja, das war doch nice. Nehmen wir es übersehen hier? Nee. Klimahorn sind immer cool. Weil man kann die auch so ein bisschen steuern, ne? Wenn man dieses Klima jetzt in Ruhe lässt. Kann man sich hier eine größere Horde basteln, so ungefähr. Da sehen wir unten ja auch den Punktebalken. So, jetzt gucken wir mal, ob wir Samen zurückkriegen. Und wenn, wie viel. Wir haben aber ja nur einmal geperkt hier. Ein Maissamen haben wir wieder gekriegt. Zwei Goldrosensamen. Ja, super. Das ist nicht gerade produktiv. Heidelbeer Hopfensamen haben wir einen bekommen. Okay. So, da können wir jetzt aber. So, jetzt machen wir da Goldrutensamen. Diese vier, das sind so gesehen die vier, die wir gerade geerntet haben, ne? Weil wir jetzt ja mehr Goldrutensamen brauchen, um neue. Mehr Goldruten brauchen, um mehr Samen, um Samen wiederherzustellen. Von daher war der Effekt gleich null. Praktisch nichts übergeblieben. Ja, okay, einmal Samen noch. Okay, das war dann der Effekt. Okay, ein paar Maiskolben, Heidelbeeren und ein bisschen Hopfen haben wir überbehalten. Na gut. Aber Mais können wir dann noch immer Samen herstellen, wenn wir es denn können. Nee, können wir noch nicht. Üff. Ja. So gesehen muss da schon unbedingt ein Punkt rein, das ist schon richtig, damit das hier ein bisschen effektiver wird. Auf jeden Fall. Okay, so. Wir wollten aber ja eigentlich ganz was anderes machen heute. So. So, und das dürfte auch fertig sein. Sehr schön. Zack. Was haben wir da denn? Kojoten, diese in der Wüste beheimateten Aasfresser können im Rudel ganz schön gefährlich werden, verursachen 10% mehr Schaden an Kojoten. Na gut. Aber Verbandskasten ist auch nicht schlecht. So. Wieder einer gedackelt. Edel, die Fahrt hier schon vorbei. Mal diese Nachtzügler. So. Oh, was wollen wir jetzt? Genau, das eben checken. Das sieht soweit gut aus. Das sieht auch gut aus. Eisenspitzhacke geht noch. Essen, trinken können wir auch schon wieder. Es ist verrückt werden. Und da wir eine Fahrradtour vorhaben, sollten wir natürlich auch ein bisschen was gegessen haben. So. So, verbrannten Gebiet sollte man auch gut was zu trinken dabei haben. Okay. Ja, komm, dann tickeln wir jetzt mal los. Dass wir das in dieser Folge noch auf die Reihe kriegen. Aber hier sehe ich gerade. Okay, zwei Samen, acht Pilze. Das sieht schon besser aus. Ich habe schon wieder einen Zombie, um sich zu fassen.
Das war eine Ausbeute. Die Ausbeute gefällt mir. Das nicht schon wieder eine Horde oder was? Nee. Meine Freundin. Hallo. Oh, die Party ist schon vorbei. Muss doch nicht gleich sauer werden. So. Yippie. Cool. Nee, ich habe nochmal drüber nachgedacht, aber ich habe es nicht bereut, dass die Säure jetzt, ja, für das Fahrrad benutzt habe. Weil diese zwangsweise jetzt Quests abarbeiten, ist auch immer noch wieder was anderes, ob man jetzt normal privat spielt oder ob man jetzt hier so Aufnahmen macht. Da jetzt mit Krampf irgendwas abarbeiten, da muss ich jetzt also, weiß nicht, nicht so gut. Und wir werden noch genug Chancen haben, schätze ich mal. Auch Säure beim Händler zu kaufen, notfalls. Hier ist auch irgendwo ein Krabbler. Ja, lass gut sein. Aber keine Zeit zu. Oh, da ist noch ein Reh, ein Hirsch, ein Dings. Das machen wir doch mal damit. Siehst du, geht doch. Gott, dreht sich das schnell. Auf dringend besseres Messer, obwohl das eine 6. Naja, 6 ist ja nur die Haltbarkeit, aber richtiges Messer wäre schon besser. Machete wäre natürlich noch cooler. Also, wo, da fahren wir den Weg am besten entlang. Hallo? Was ist das denn für ein Türmchen? Achso, Wassertank, Dingens. Es kann sein, dass da oben noch irgendwas liegt. Autsch! Da 156 Meter noch, aber das nehmen wir mit hier. Ich wollte jetzt gerade überlegen mit dem Potassium, aber wir gehen jetzt mal hier zum... Ich glaube, wir können hier auf dem Weg bleiben, stimmt noch. Aber hier sollen wir noch hinbei. Natürlich nischt. Hinter dem Berg sein, ne? Ah, schon eine ganz andere Geschichte mit dem Fahrrad. Definitiv. Müsste eigentlich hier auf dem Weg sein. Oder ist nicht mitten auf dem Berg? Aua, 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 Mensch. Da, mittendrin. Na super. Scheiße. So. Ja, ist ja gut. Aber ich denke mal, das machen wir ohne Fahrrad. Das wäre hier ziemlich krübbelig geworden. Wehe, da ist jetzt nichts Vernünftiges drin. Fernkampf-Mods-Paket. Ja, sehr schön. Nicht Mods, sondern Mods. Klar. So, erstmal eben hier auf der Karte das löschen. So.
Ist das nicht eine Wahnsinnsatmosphäre hier? Ich fühle mich ein bisschen umzingelt. Die konnten früher weniger haben, meine ich. Oh, da haben wir noch ein Dingens im Kiechen. Jo, und es gibt Honig. Windgeräusche. Cool. Oh, Mann, das sieht ja echt grausenhaft aus hier. Oh, shit, und jetzt sieht man auch nichts mehr. Echt cool. Also, was die so an der Atmosphäre geändert haben, das ist echt schon super. Da kann keiner meckern. Siehst du auch so. Genau. Frage ist, wo geht's jetzt nach Hause? Da. Oh, shit. Auch noch hier Witter. Das packen wir lieber zu Hause aus. Da sind, weiß ich jetzt nicht, da könnten verschieden viele Mods drin sein und dann bin ich hier wieder überladen oder so. Muss ich jetzt nicht haben. Sie aus dem Fummel rauskommen. Da ist noch wieder so ein Wassertank oder ist das der von gerade? Doch, das ist der von gerade. Satan ist das Donnergeräusch laut. Mark und Bein. So, jetzt aber gerade mal hier sind. Gucken wir mal, was hier so ist. Lüscht. Also da drin ist, glaube ich, Wasser. Ne? Also da brauchen wir jetzt nicht. Testen wir jetzt nicht. Beziehungsweise. Ja, nee, komm. Und da ist noch Müll. Und nicht schlecht. Da ist noch ein bisschen Zombie. Nope. Ich denke mal, wir holen mal wieder das Fahrrad raus. Besser ist das. Was ein Sauwetter, ey. Aber echt gut gemacht. Naja, auch hier so die Wassertropfen und das. Zwar alles nichts Neues, kennen wir aus vielen anderen Spielen. Ich weiß nicht, in Alpha 19 war es glaube ich auch schon. Aber insgesamt die Atmosphäre ist schon richtig cool geworden. Gut, Video können wir eben nach Hause und dann denke ich mal, ja, nächste Folge, mal gucken, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen weiter ins verbannte Gebiet vor. Aber ich will erstmal den Loot nach Hause bringen. Na, wie sieht es aus mit den Punkten? Da sehe ich jetzt nichts, sehe ich gleich. Der nächste Punkt kommt wieder in Ausdauer, das ist mir zu blöd so. Vorher hat er auch schon ein bisschen gelitten. Wir gucken, ob noch irgendwas in der Kiste ist. Das wollen wir noch sehen. Zack. Na? So. Kommt ja schon wieder ein Zombie, hier ist er los.
Da müssen wir uns erst drum kümmern. Hier geht ja noch gar nicht. Na? Ich sagte bereits, die Party ist vorbei. Kann auch nicht, ne? Schwupp. So, jetzt aber. Mensch. Ja, hier kommen wir zur Nähe mal. So. Wir haben jetzt ein Paket mit zufälligen Fernkampf-Mods. Also wahrscheinlich Fernrohr und Teleskop und sowas. Guck, Gewehr 2-Wahl-Mod, Waffentaschenlampen-Mod, Magazin-Vergrößerungs-Mod. Sehr gut. Denke mal, das ist wichtiger als das. Dann machen wir das mal so. Zack. Okay. Ja, ist ja nur eine Rohrwaffe, nicht? Ich denke, 22 ist auch nicht viel. Ja, das ist doch brauchbar. Zeit, dass wir bessere Waffen kriegen, dass wir ein bisschen mehr Mods da reinsetzen können. Okay, gut. Ja, dann haben wir den Airdrop auch erwischt. Haben uns ein bisschen verbrannten Gebiet umgeguckt und unsere erste Fahrradtour gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.